Ja, herzlich willkommen zur Trainingslaufstrecke von Hitradio RT1, heute am wunderschönen Kuhsee. Ich darf neben mir begrüßen Ramona Schwab, sie ist Moderatorin bei Hitradio RT1 in der Morningshow. Herzlich willkommen. Dankeschön, dass ich da sein darf. Wir haben heute, würde ich mal sagen, verkehrte Welt. Ja. Normalerweise bist du der Profi, der die Fragen stellt und ich der Amateur, der die Antworten gibt. Heute drehen wir das Ganze mal um. Also die Amateurfragen kommen von mir und ich hoffe, du lässt dich mit den Profi-Antworten, lässt mich nicht so ganz schlecht dastehen. Ach, wir probieren das jetzt mal. Ich habe Angst, dass du mich ein bisschen fertig machst, dass ich irgendwas falsch mache beim Laufen, weil ich bisher echt noch nie wirklich darauf geachtet habe, wie ich laufe. Ja, genau, das ist schon der Stichpunkt. Läufst du regelmäßig? Ja, also zweimal die Woche auf jeden Fall. Und welche Distanzen läufst du da? Tatsächlich 6 Kilometer, das finde ich ausreichend. Wenn ich dann mal ein bisschen mehr mache und auf die 8 gehe, dann reicht mir das dann auch wirklich schon. Das ist schon ordentlich für mich, ja. Und ist es so, dass du deinen Schweinehund überwinden musst? Brauchst du irgendwie zusätzliche Motivation, wie zum Beispiel einen Laufpartner oder Musik beim Laufen oder also irgendwas, was dich animiert? Ja, also ich habe einen Hund, das heißt, ich muss zwangsläufig raus. Und das verknüpfe ich immer gleich mit einer Runde joggen gehen, weil ich finde, dass gerade wenn man einen stressigen Tag hatte, da kommt man besser runter, als wenn man nur ganz normal spazieren geht. Und ja, ich laufe auch mit Musik, ich brauche das, um mich da zu motivieren. Und da ist es ganz praktisch, wir haben bei Hitradio RT1 zwei super Webchannel, das ist RT1 Running und das RT1 Power Workout. Und die begleiten mich eigentlich bei jedem Lauf. Und wie funktioniert das? Also muss ich mir da irgendwas runterladen oder kann ich das im Stream machen? Also im besten Fall lädt man sich einfach die App von Hitradio RT1 runter und da gibt es dann eine Auswahl von ganz, ganz vielen Webchannels und da klicke ich einfach drauf und schon geht's los. Wussten Sie schon, dass wir ein halbes Jahr... Und vielleicht noch ein Hinweis für unsere Firmenläufer. Man kann diese App parallel zu unserer Firmenlauf-App verwenden. Also sprich, ich kann im Hintergrund den Power-Workout abhören und trotzdem kriege ich die ganze Moderation und Ansagen über unsere V-Race-App. So ist das. Ich habe auf der Website von RT1 folgenden Satz über dich gefunden. Ohne Musik geht in ihrem Leben gar nichts. Sie geht sogar automatisch im Takt, sobald irgendwo Musik läuft. Ja. Und ich möchte jetzt ausprobieren, ob du auch im Takt läufst. Mhm. Also drum würde ich sagen, auf geht's, wir gehen jetzt auf die Trainingsstrecke. Alles klar, gehen wir's an! Da sind wir wieder. War gut. 6,3 Kilometer. Ja, ging schnell vorbei. Und Respekt, flottes Tempo hast du vorgelegt. Ich schätze, das ist der Herr Kollege. Ja, der Carlo treibt mich schon ziemlich an. Der möchte viel und schnell laufen und manchmal muss ich ihn dann gerade am Anfang immer ein bisschen bremsen. Also, wir haben ja ein bisschen über Hunde und Jogger uns unterhalten. Ja. Und ich glaube, da gibt es zwei Parteien mit Hunden und Jogger. Ich muss sagen, Carlo war vorbildlich. Ich würde mir ja wünschen, dass viele Hundehalter ihren Hund so erziehen. Wie sind deine Erfahrungen beim Laufen, also mit Hunden? Es gibt tatsächlich die einen Hundebesitzer, die super rücksichtsvoll sind, die ihren Hund zurückrufen und an die Leine nehmen. Und dann gibt es andere, denen ist es wirklich egal. Da läuft der Hund kreuz und quer und läuft dann auch auf uns zu und stört unser Training. Und das finde ich eigentlich nicht in Ordnung, weil es sollte doch eigentlich ein schönes Miteinander sein. Und wenn wir alle Rücksicht aufeinander nehmen, dann klappt das doch eigentlich. Eine kleine Anekdote noch zum Thema Laufen mit Hund. Wir als Veranstalter kriegen immer wieder Anfragen von Teilnehmern, welche Tiere sie alles mitnehmen dürfen oder nicht. Ich sage jetzt speziell welche Tiere, weil wir hatten tatsächlich mal beim Lauf in Nürnberg die Anfrage, da wollte jemand mit seinem Pony, also ach, schön, Pony an der Leine mitnehmen. Okay. Also würde ich jetzt nicht unbedingt das empfehlen. Das nicht, okay. Ja, aber Hunde, wenn man es dem Hund zumuten kann in so einer großen Menschenmenge, eher nicht. Nein, ich glaube auch nicht. Ist nicht so toll. Für Carlo war das nichts. Wir zu zweit ist das gut, aber ganz viele Menschen, da hat auch er keinen Spaß. Ja. Ja, jetzt ist am 29. September, ist ja der Firmenlauf. Ja. Möchtest denn du den Teilnehmern vielleicht noch irgendwas mit auf den Weg geben? Habt einfach Spaß gemeinsam am Laufen und egal welche Zeit wir gerade haben, wir tun es gemeinsam und wir tun es ja auch für den guten Zweck. Dann bedanke ich mich nochmal für die Zeit und bis 29. Ja, ich freue mich. Okay. Klar.
Auf geht's!